Ogermagier. Meine Damen und Herren, der Ogermagier ist zurück. Ja. Das Bier ist kalt. Das Bier ist kalt und die Siege stehen quasi equal zu den Niederlagen. Wir werden uns mal wieder weiterhin befassen mit den nächsten Opfern. Opfer? Ja, es gibt nur einige Opfer, die was um 23 oder 37 noch geopfert werden wollen. Ne? Aber ich bin ja auf dem Amis, oder? Ne? Ja, ich ist jetzt gerade in Amerika. In Amerika, das kommt doch an East oder West Coast. Aber wir leben eh alle in Amerika, also ist eh 23 oder 37. Von dem abgesehen, ne? Eure Zeit ist gekommen. Ansturm und Spot. Ja. Es wird nicht anders möglich sein, wir müssen das so nehmen, wie es ist. Komm schon, gib mir wieder den Zwarer. Ah, das erste Mal, dass ich diesen Humbug-Typen da, diesen Felssplitterknecht da nicht kriege. Ah ja, stimmt, genau, ja. Der Splitterknecht ist nicht da. Das haben wir eigentlich eh schon erwähnt, warum du die 4er und 5er Karten weg tust am Anfang. Ne? Ist richtig, ja. Also ich Wiederholung ist der Schlüssel zur Macht. Ne? Dass ich was spielen kann. Ich will was spielen können, und zwar relativ bald. Wenn ich da jetzt irgendwie mit 5er, 6er, 7er, 8er irgendwie vorbesetzt bin, ja, man schaut, die Micro Machine, die wird gleich gespielt. Ja. Ich will was spielen können. Der hat 2-1, ja. Der bufft sich selber hoch noch eine Runde und er kann maximal einen Schaden machen nächste Runde. Somit, es muss was gespielt werden. Also im Endeffekt, ja, deine Taktik momentan oder beziehungsweise meistens dauernd ist immer das, immer einen Gegner unter Druck setzen, auf Zugzwang bringen. Mhm. Wenn ich sehe, ich habe noch was er sofort wegratzen kann oder wegbashen kann, dann spiele ich es vielleicht sogar nicht. Aber das Problem ist das, wenn ich es nicht spiele, dann kann es sein, dass vielleicht er irgendwas spielt. Also ja, das heißt, dann bin ich wieder auf Zugzwang. Sperrfeuer auf gut Deutsch, ne? So ist es. Man sieht, am Ende des Zuges bufft sich die Micro Machine. Er denkt sich, cool, ja. Am Anfang des Zuges auch einmal. Ja, er denkt sich, ja, spiel halt das, gut. Ja. Ich glaube, das war nicht so gut. Ja. Spiel halt das, gut. Ladies and Gentlemen, dieser Mann wird eine YouTube-Berühmtheit, ich weiß es. Der Zugzwang besteht weiterhin, ja, und da bufft er sich wieder hoch. Naja, das ist wirklich eine geile Karte, ehrlich. Ja, super. Ja, die Blitzkarten generell, ne? Bogenschütze, und er fängt sich jetzt zusätzlich mit dem Stahlbarren, was der Druide kann, einmal ordentliche 4 Schaden. Danke. Also minus 1 Schütze, also 3 Schaden. Ja, alles schlecht, gut. Naja, so. Und er hat ihn wieder! Den Faceless Manipulator. Arr. Der Abend ist gerettet. Ansturm und Spott. Wunderschön. So hat er zwar die Möglichkeit, dass er da mit... Oh mein Gott, wir haben da gerade eine Katzeninvasion. Katzeninvasion. Oh, das ist auch Goblin-Karten. Hüterin des Heils. Wählt aus jeder Spieler einen Mana-Kristall oder jeder Spieler zieht eine Karte. Wir haben also gerade einen Mana-Kristall erhalten, meine Damen und Herren. Interessant. Faceless Manipulator, nur immer nicht wirklich genau das, was ich jetzt gerade so. Nein, also das ist für mich eine der geilsten Karten überhaupt, der Faceless Manipulator. Also Hammerkarte. Jeder Spieler zieht eine Karte. Ist das noch eh? Das ist eh nur einmal, das hat jetzt eh gerade eingesetzt. Naja, dann ist das eh für den Popovic, ne? Total Popo. Für Pavel Popovic. Total Popo. Inse Popo! Ich bin trotzdem äußerst geneigt dazu, den Söldner der Venture Company zu spielen. Jetzt schon, oder was? Alter, bist du wahnsinnig! Today. Weil der macht da fett schon, muss man auch sagen, ja. Ich sieb da. Die alte Escobar-Taktik, da geht noch gut rücksetzen, Alter! Genau. Ein bisschen am Druck, gell? Alter, den musst du unter Druck setzen! Was glaubst du? Der Toni Polster von Hearthstone. Eieieiei! Ja, wir sehen da jetzt gerade, jetzt sind wir fett im Arsch, Willen, ja. Um Gottes Willen. Ja, hoch gewinnst du es nimmer. Gottes Willen, nix Gott. Nein, das ist Jesse, ja. Der wird mir wahrscheinlich den rausnehmen. Ja. Jetzt konnte ich hergehen und also mein grundsätzlich konnte man am 7 Schaden. Das würde ich mir nur machen, wenn man als richtige Totem kriegt. Wir kriegen nicht das richtige Totem. Gut.
Ja, was hast du glaubt, Mann? Ja, ich hab mir gedacht, vielleicht. Genau, Murphys Gesetz. Jetzt nehmen wir einen Moment den raus. Die Wahrscheinlichkeit, dass er den jetzt legen kann, ist so. Ja, 1 zu. Oder vielleicht 2 zu 30. Weil. Naja, es gibt mehrere Karten, mit der Stephen das Druide kann. Stephen Hawking sitzt daneben mir, da rechnen sie das gesagt, 2 zu 30. Aber, ja, schau, irgendwo die Wahrscheinlichkeit. Aber man muss dann natürlich auch diese Geschichte der Arena natürlich auch mit einbeziehen, wo man natürlich weiß, ja, gut. Was auch immer der jetzt für Karten haben wird. Ja. Aber man muss zumindest wissen, was für Possibilities, was für Möglichkeiten hat der Druide, den rauszunehmen. Und es gibt Möglichkeiten, den rauszunehmen. Gibt's. Aber ich glaube einfach so? Trotzdem, dass es mit dem machen wird. Ich glaube daran, dass es mit dem machen wird. Und ich weiß auch, weil sonst wäre er schon fast markiert. Er bufft nur noch ein wenig, ich glaube. Irgendwas, du hast vor mit dem, weil sonst da nicht die Karten da drüber drehen müssen. Baron Garan. Heiliger Bimbam. Und er tut, wie ich ihn geheißen habe. So. Fügt am Ende eures Zuges allen anderen Charakteren 2 Schaden zu. Das heißt, der hat sich gerade selber zwar schon gemacht. Der kann jetzt auch nicht wirklich was healen. Ich dachte, naja, dann kannst du eigentlich. Der kann gar nicht angreifen, oder? Meine Damen und Herren, wir sehen jetzt ein Play by Don Escobar. It will be the faceless manipulator. Oh shit. Wenn wir jetzt da entweder 6 oder 5 Schaden verursachen, dann, meine Damen und Herren, beziehungsweise braucht man nur 3 oder 4. Ja, feinste Ware, Wahnsinn! Meine Damen und Herren, wir sehen ein Big Play. Turn Big around, Play, ja. Big turn Play. Around, da. Ja, Wahnsinn. Dr. Boom, um Gottes Willen, den habe ich noch nie gesehen. Wunderschön, wunderschön, wollte ich schon immer gerne mal sehen. Kampfschein, ruf 2 Boombots herbei. Explosionsgefahr. Aha. Fügt einem zufälligen Feind 1-4 Schaden zu. Bist du deppert? Holy Snap. Das ist ja auch eine ziemlich gestörte Karte. Der Kampf der absolut. Legenden ist der Grund. Meine Damen und Herren, wir werden jetzt mal das nutzen und da wirklich mal Maximum an Schaden. Ja, Maximum an Schaden. Wir wollen jetzt den Maximum. Weil diese 2 Boombots werden jetzt vom Baron Garan destroyed. Und das fügt einem zufälligen Feind Schaden. Das heißt, der kann sich selber ohne Ende. Zufälliger Feind. Wo ja, haben wir schon geklickt. Eins, zwei. Scheiße. Gut was, weil er ist auf 6 live. Und das kommt ganz eine interessante. Aber das hilft einem nichts. 8-6, das überlegt er trotzdem nicht. Er hat gerade was gebufft, was absolut sinnlos war. Das war schon eine Aktion, die war. Ruft einen was? Kann ich das bitte lesen? Ruft einen zufälligen Diener herbei, der 4 kostet. Ja, das machen wir gar nicht. Meine Damen und Herren! Das geht's ja nicht. Ah, das geht's ja nicht. Scheiße! Aus. Ah! Ihr hast nicht nur irgendwas. Ja, da hast du schon. Was? 34 und 7 und 2 sind 9. Komm schon. Jetzt haben wir genau das, was wir nicht brauchen. Ne? Absolut richtig. Meine Damen und Herren, wir werden trotzdem wieder ein Big Play bei Don Escobar sehen. Wir wollen jetzt Karten haben. Die destroyen wir sowieso, das ist mal wurscht. Und die destroyen wir auch. Und wir wollen jetzt die Karten haben. Bei Destroy. Die Mystikerin und. Ja, heiliger Bimba, was war denn das? Das war jetzt gerade von dem, was wir gerade zerstört haben, dem bemannten Himmelsgolem. Wo haben wir denn da mal den Benang? Ruft einen Diener herbei. Ja, legendär noch, was? Das gibt's ja gar nicht, oder? Macht nichts, der Baron Totenschwur. Nicht wirklich gut. Okay. Ist nicht die Tragik. Der macht nur Death Rattle mal 2. In dem Fall sogar völlig wurscht, weil er kann den nochmal destokillen. Nur in Verbindung mit dem Gestaltwandel. Also. I'm not impressed. Not at all. Scheiß. So gemütlich da wirklich. Meine Damen und Herren, wir sind noch immer in einer Phase, wo nur dieser gegnerische Druide zwar die Möglichkeiten hat, aber. Ich würde mal sagen, er verspürt es gerade. Weil es kommt der Kampfrausch, meine Damen und Herren, der Kampfrausch. Und meine Damen und Herren,
Jetzt konnte ich das noch spielen. Und das werden wir machen. Natürlich, ja. Weil, meine Damen und Herren, wir werden wieder mal das Maximum werden wir rausholen. Wir werden schauen, dass wir dem Typen so richtig weh tun. Und minus 8, wir sind auf minus 8. Ja, 9. Ja. Also, ich glaube, dieser Stephen Hawking des Hearthstones hat sich gerade berechnet. Ja, macht nichts. Ein glorreicher Sieg, ein weiterer glorreicher Sieg. Die Trompeten und Fanfaren spielen, ne? Unglaublich, die Engel singen und ja. Dem ist einfach nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Da kann man nichts mehr hinzufügen. Na gut, dann bis gleich. Bye.